People go through high streets we know. Dark and light, day and night. No one knows what the future will bring. All or nothing. God, I mean something when you're misunderstood. God, I mean something when you're up to no good. Misunderstood. Freunde, wir befinden uns jetzt wieder in Kiel an der Förde auf dem Stellplatz und ich habe meine Freundin heute getroffen, endlich, das war sehr schön. So, und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie viel guten Platz ich hier habe zum Kochen. Man kann den Tisch nutzen, man kann das Ausklappbrettchen benutzen, man hat hier noch oben ein Brettchen drauf. Bei uns gibt es heute Steinbeißer mit Kartoffeln und Gemüse. Und ja, wunderbar. Macht Spaß, so zu kochen. Endlich Platz. Kann natürlich nur einer hier drin stehen, weil es eng ist. Ist ja klar, aneinander vorbei ist ein bisschen immer schwierig hier im Kastenbelgische. Aber trotzdem habe ich wesentlich mehr Platz zum Kochen als vorher. Jetzt dünste ich hier ein bisschen die Zwiebeln an und Kartoffeln kochen schon und dann kommt jetzt das Gemüse dazu. So. Zuerst die Zucchini. Ein bisschen Oregano. Salz habe ich noch angemacht. So, jetzt kommen noch die Tomaten dazu. Und
lasse ich das alles hier so ein bisschen köcheln. Ja, und jetzt habe ich noch die Kartoffeln geschält und mit hier rein gemacht. Und da hat man so einen schönen Gemüse-Kartoffeltopf und gibt dann den Fisch dazu. Guten Appetit. Ich hoffe, es mundet. Kling! Die Brille kenne ich. Die habe ich schon mal gesehen. Ja, hallo liebe Videofreunde, jetzt haben wir gerade das Fazit gemacht und jetzt möchten wir noch ein paar Worte zu diesem Stellplatz hier in Kiel sagen. Wir sind am Kanalblick Fjörde, so heißt der, Fjördcamp, ja. Ne? Nee, heißt einfach Stellplatz, Kanal und Fjördeblick. Ah, und so heißt er, genau. Ja. Also, der ist sehr schön. Also es ist, was heißt schön, es ist nebendran, es ist ein Industriegebiet, ist jetzt nicht hier, ne, von der Lage her, wie soll ich sagen, romantisch, aber dafür ist es halt sehr schön mit Pole Position. Ja, man schaut direkt auf die Schleuse, hier ist gleich die Schleuse draußen und man hat wirklich Kreuzfahrtschiffe, heute haben wir früh ein Kreuzfahrtschiff gesehen
Und die ganzen Containerschiffe und so, die fahren direkt halt eben hier vorbei. Und ja, man kann hier wunderbar Schiffe beobachten. Ne? Und man hat ein kleines Lokal hier, da kann man so einen Imbiss nehmen oder ein Stück Kuchen essen und einen Kaffee trinken, sitzt direkt am Wasser, schaut auf die Kieler Bucht und schaut rüber auf La Boe. Und gerade gegenüber ist ein Segeljachthafen, ein kleiner, mit einem Leuchtturm, da kann man auch schön essen gehen. Da waren wir gestern essen, es war sehr lecker gewesen. Und ja, also der Platz ist echt schön, also den kann man wirklich empfehlen. Wir waren gestern in La Boe, das war toll, da haben wir uns das U-Boot angeschaut. Das war richtig was für mich. Das war schon cool, ne? Ja. Wie die da drinnen. Unvorstellbar, wie die das da ausgehalten haben. Und dann auch mit dem Druck, dass du ja jederzeit... Die Küche für 50 Leute, wie hat ihr da gekocht? Das ist also irre. Also das war sehr interessant, aber leider durften wir keine Aufnahmen machen und die euch zeigen. Nein, das nur für privat. Ist verboten. Und, aber wenn ihr hier seid, schaut euch das an. Das war sehr interessant gewesen. Ja. Dann waren wir noch auf dem Marinedenkmal oben gewesen und das war auch ganz nett. Und dann war gestern ja so ein bisschen windig. Und dann sind die Kitesurfer dort gestern gewesen und ganz viele auch. Und dann diese bunten Gleitschirme, die da überall rumgesaust sind. Das war schön, also herrliches Wetter gestern und auch heute haben wir wieder Glück. Die haben heute viel schlechter gemeldet, als es ist. Ja. Das Einzige, was echt dieses Jahr nicht so schön war am Urlaub, ist, dass wir nirgendwo eine Drohne fliegen lassen konnten. Okay. Es ist halt einfach da oben in St. Peter-Ording ist Naturschutzgebiet, da darfst du gar nicht in dem ganzen Gebiet. Und ja, gestern wollten wir mal die Kieler Bucht da hinten und dann war natürlich wieder der Wind so stark, dass es nicht ging. Ja. Also wir konnten nicht eine einzige Drohnenaufnahme machen, das ist ein bisschen schade. Wir gehen jetzt, nachdem Michael sich etwas stärkt, in das 50er-Jahre-Museum. Der Platzbetreiber hier hat das selber erschaffen und wollen uns das mal angucken. Ich habe schon mal so ein bisschen reingelunscht und dann ist der Tag auch wieder rum. Dann werden wir heute Abend noch was Schönes kochen und dann geht's morgen nach Hause. Wir müssen ja einige Mängel beseitigen und es freut sich auch jemand ganz doll zu Hause, dass ich nach Hause komme. Also das ist auch schön. Ich freue mich auch auf meine Mama. Das war's jetzt. Geht's los. Jetzt geht's ins 50er-Jahre-Museum. Dann können Sie das.